Moin Moin, hier ist mal wieder Bernd aus Flensburg, ich grüße euch. Es geht weiter mit Südhämmern, die Finalmap. Und hier, ich hatte mir ja einen Tankwagen gekauft. Und hier, also am Hof, habe ich festgestellt, da kann ich Diesel mit abladen. Und bei der Dings, hat's im Kieswerk hat es nicht funktioniert. Da kann ich nur hier mit dem Traktor, mit dem kleinen Shell-Träger abladen. Und so mit dem Rest ist alles eigentlich soweit. Achso, was ich noch habe, es gibt ja einmal hier den Longstar, den man runterladen kann. Also bei mir startet der, den kann man wohl kaufen und der lädt und lädt und lädt. Also den kann man, also, und der wird aber nicht also angezeigt, dass er gekauft ist. Und das gleiche Problem habe ich auch bei den DAP X95, der rausgekommen ist. Da hat genau das gleiche Problem. Der ist, den kann man kaufen, den zeigt auch alles an. Bloß der hört also nicht auf zu laden. Also das heißt, dass er nicht also am Platz hingesetzt wird am Shop. Ja, was haben wir sonst noch eigentlich an Neues gehabt zur Zeit? Im Moment habe ich sonst noch gar nichts Neues weitergemacht. Anders geht ja so weiter mit der Ölfabrik, also für Sonnenblumenöl, das irgendwie Scrubs und Dingsbums und hier Sonnenblumen und dann tue ich hier eben noch Zwiebeln, Weißkohl, Rotkohl, Salat und Möhren ernten. Das wird dann bei Eva Edeka verkauft. Ich muss mal gucken, dass man nach und nach mal immer die Bunker, also dass man so langsam voll kriegt. Und wenn man noch was neuer Mod rausgekommen ist, den werde ich mir runterladen und gucken, ob der funktioniert. Oh, dann kriegt ihr halt sogar Bescheid dann. Okay, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, sage Moin Moin, euer Bernd aus Flensburg. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.